Ich glaube, dass jeder, der diese Ausbildung macht, daran reift, erwachsen wird. Also man macht so einfach so den nächsten Schritt für sich selber. Man übernimmt Verantwortung, die man vorher nicht übernehmen musste. Ich bin erst spät zur Altenpflege gekommen. Ich hatte vorher gar nichts damit am Hut. Ich habe mehrere Jobs gemacht, Maßnahmen vom Jobcenter, lange Zeit auch mal gar nichts gemacht und ein Jahr lang auf der Straße praktisch gelebt, mal hier, mal da geschlafen, überall. Und ja, und dann meinte meine Fallmanagerin beim Jobcenter, ja, wenn Sie jetzt die Maßnahme durchziehen, dann bekommen Sie einen Bildungsgutschein für die Pflege. Ich denke mir so, okay, mit 28 nimmst du das jetzt wahr, weil entweder das oder sonst ist Zug abgefahren. Schwerpunkt bei uns im Johann-Hinrich-Wichern-Haus, psychisch Erkrankte, Suchterkrankte und oben haben wir auch demenziell Veränderte. Es ist anstrengend, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist nicht einfach, weil es sind halt nicht ganz normale Omis und Opis, sondern es sind Menschen, die haben auch einfach die Sicht so ein bisschen verloren, sich selber verloren. Ich habe das Gefühl, ich bin jemand ganz anderes geworden. Also ich glaube schon, dass ich eigentlich immer so war. Aber vieles hat sich einfach geändert, so was meinen Blickwinkel auch auf die Altenpflege so. Ne? Und ich habe gesehen, so, das ist nicht nur satt, sauber, trocken. Man geht auf viele andere Bedürfnisse ein. Die Menschen, die haben ja nicht nur das Bedürfnis, sauber zu sein und satt zu sein, sondern die haben auch seelische Bedürfnisse. Und wir sind schon Teil irgendwie auch Familie so ein bisschen, weil wir ja wirklich viel Zeit mit denen verbringen, in den ihr eigenen Zuhause. Es ist ja denen ihr Zuhause. Und ja, wir sind Anwälte, wir sind Seelsorge, wir sind auch schon mal Elektriker, wenn es sein muss, ne? Und das vieles einfach, ne? Und man, klar, wir bekommen auch beigebracht in der Schule, immer eine gewisse Nähe, Distanz zu wahren, aber es funktioniert nicht immer. So, man kann es nicht verhindern, dass die Leute einem näher kommen, als wie es eigentlich sein sollte. Und, aber ich finde es auch okay, ich finde es nicht schlimm. Wenn man damit klarkommt und wenn man damit umgehen kann, dann finde ich es völlig in Ordnung. Man wächst ganz schnell zusammen als Kurs, als Gemeinschaft auch. Man ist füreinander da. Die Dozenten, wir haben ja auch jeder Kurs hat eine Kursleitung. Da vermischt sich das auch sehr schnell so ein bisschen, dass man einfach nicht nur dieses Schüler-Dozenten-Verhältnis hat, sondern auch wirklich schon freundschaftlich. Ich habe lange gebraucht, um überhaupt irgendwas zu finden, wo ich mich wiederfinde. Und genau das habe ich hier. Ich habe mich in der Ausbildung habe ich mich gefunden und ich weiß, wo ich hin möchte und wo ich sein will. Ja, ich will hier sein. Das ist das, was ich gerne machen möchte. Und ja, entweder man kann es oder man kann es nicht. Und ich kann es.